Willkommen in Ralfs Kochstudio. Heute wird gekocht. Sie brauchen 500 Gramm Gnocchis, 80 Gramm Mascarpone, 200 Gramm Tomatenpulver, 1/8 Knoblauch, 15 Gramm Pistazien und 5 Gramm Basilikum. Wir sind diese 2-Sterne-Köche und wir kochen heute Gnocchi in feiner Mascarpone-Tomatensauce, garniert mit Basilikum und Pistazien. Unser Basilikum kommt ganz frisch von unserer Fensterbank. Gehackt beiseite gestellt. Es wird mit den gehackten Pistazien am Ende drüber gestreut. Ja, aber ich habe die vor dieser Aufnahme schon mal klein geschnibbelt. Ein paar. Die sehen dann so aus. Wenn die dann fertig sind, dann werden die am Ende drüber gestreuselt. Und das schmeckt dann wirklich sehr lecker. Wir haben in den Topf hier jetzt Salz getan und in die Pfanne hier haben wir Olivenöl getan. Jetzt kommen die Gnocchis in das heiße Wasser. Die letzte will nicht da rein. Tschüss. Ja, magnetisch ist. Nee. Das Tomatenmark gemischt mit etwas Brühe zur gehackten Knoblauchzehe. Salz und Pfeffer. Zucker dazu. Ja. Jetzt warten wir und. Das kommt noch nicht rein. Und jetzt heißt es warten. Bio ist logisch, weil es eigentlich Stoffe für den Menschen oder für Tiere enthält und keine. Es ist halt so, die Bauern verwenden keine Chemikalien wie Ungeziefer, Vertreiber oder Töter oder so. Und ja, das finde ich eigentlich gut, dass die das nicht machen, die Biobauern. Also, die Großbauern machen auch ganz große, mit ganz großen Spritzanlagen, spritzen sie dann zum Beispiel Radieschen, was dann die Ungeziefer auch so vertreibt und die ganzen schädlichen Sachen. Aber dann von Frische, wo man dann weiß, wo es herkommt, dann schmeckt man auch schon den Unterschied. Und ja, die kleinen Bauern verwenden ja auch nicht so die Spritzanlagen, außer die großen so. Bio ist logisch. Wir bräuchten jetzt das Sieb. Das Sieb bräuchten wir auf der anderen Seite. Ah, nee. Jetzt kommt Mascarpone rein. Und die
ehemals Gnocchis. Wir auch schon am Ende des Kochens. Und jetzt tun wir die gehackten Pistazien drüber und dann kann es schon serviert werden. Dann noch ein bisschen Basilikum und ein bisschen Olivenöl und schon ist es fertig. Appetit. Ich glaube, es wird sehr gut schmecken, weil dieses Essen erstens bio ist und zweitens wir es selbst gekocht haben. Und meistens ist es so, das Selbstgekochte schmeckt am besten. Schmeckt sehr lecker.